Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um Green PPAs, also Power Purchase Agreements. Jetzt haben wir im letzten Video zu PPAs schon mal drüber gesprochen, dass es dabei ja immer um langfristige und sehr individuelle Stromlieferverträge für erneuerbare Energienanlagen geht. Warum sage ich jetzt Green PPAs? Das sage ich, weil das der Titel von einer aktuellen Studie der DENA, der Deutschen Energieagentur, ist und deswegen benenne ich auch dieses Video entsprechend. Und zwar zitiere ich erstmal ein bisschen aus der Presse. Laut einer DENA-Studie zu Green PPA können langfristige Lieferverträge, PPA, für grünen Strom bereits heute eine wirtschaftliche Alternative sein, wenn die Politik den Rahmen entsprechend setzt. Und das ist eine ganz fantastische Aussage. Ich habe im letzten Video so ein bisschen genauer beschrieben, was PPAs sind, wie die aufgebaut sind, was so der Unterschied zum klassischen Handel und Einkauf von Energie ist, von Strom ist. Und jetzt will ich mal darauf eingehen, was diese PPAs eigentlich so besonders attraktiv macht und warum das Ganze eigentlich auch genau der richtige Weg ist, eben auch heute schon für viele Industrieunternehmen, Wirtschaftsunternehmen und vielleicht auch demnächst Haushalte in Deutschland. Aber erstmal noch weiter zu dieser Studie. Und zwar ist die eigentlich schon im letzten Jahr veröffentlicht worden, aber jetzt auf der eWorld im Februar, der größten Fachmesse unserer Branche, auf der auch wir Aussteller waren, gab es noch eine weitere ökonomische Analyse für den DENA Marktmonitor 2030. Corporate Green PPAs, Perspektiven langfristiger grüner Stromlieferverträge aus Sicht von Nachfragern. Also, schlussendlich geht es hier darum, dass der Bezug von grünem Strom mit dem Bezug von grauem Strom, also allgemeinen Quellen auch fossiler Energie, aus Sicht des Verbrauchers verglichen wurde. Ja, der Bezug von grünem Strom wurde mit dem Bezug von grauem Strom verglichen, aus Sicht des Verbrauchers, also Haushalte, Wirtschaftsunternehmen, Gewerbe und auch Industrie. Und dabei hat man jetzt erstmal einen übergeordneten Analyserahmen schaffen wollen für PPAs in Deutschland, um jetzt in der nächsten Zeit, also jetzt in der Zukunft, auch nochmal ganz konkrete Fallstudien zu verschiedenen Industriezweigen und Wirtschaftszweigen zu schaffen, um eben noch immer weiter konkreter aufzuschlüsseln, wie sich die Versorgung durch PPAs ganz konkret auf Unternehmen auswirkt. Es wurde schon angekündigt, dass das Ganze für die Nahrungsmittel, die Konsumgüter, die Chemie und die Aluminiumindustrie über die DNA in konkreten Fallstudien demnächst untersucht und veröffentlicht werden soll. Es ist dabei jetzt in diesem übergeordneten Analyserahmen, der schon veröffentlicht wurde, herausgekommen, es zeigt sich, dass unter anderem steigende Stromkosten am Großhandelsplatz, an der Börse und auch CO2-Preise, die unabhängig davon nochmal on top kommen, aber auch Nachhaltigkeitsziele, ganz im Sinne von Corporate Social Responsibility, dass man zum Beispiel Energiewende und Klimaschutz und Umweltschutz als wichtig erachtet, dafür sorgen, dass heute schon ganz viele Unternehmen, ganz viele Konzerne eher zu grünem Strom tendieren und gleichzeitig diese PPAs tatsächlich gerade einen Rahmen, ein Vehikel dafür schaffen, dass dieser Bezug auch noch extrem wirtschaftlich sein kann, wenn man eben eine gute Quelle dafür findet und eben genau von dieser Quelle direkt den grünen Strom bezieht und eben nicht den klassischen Weg des Energiehandels geht. Tatsächlich ist es so, dass in diesen untersuchten Fällen im Direktkostenvergleich, also im Kostenvergleich, der direkt an den Anlagen den Strom erzeugt, die erneuerbaren Energienquellen, die Green PPAs, immer gegenüber dem grauen Strom gewonnen haben. Sie waren immer wirtschaftlicher. Immer. Das ist auch logisch, weil wir das ja auch schon in vielen Videos besprochen haben. Erneuerbare Energienanlagen erzeugen pro Kilowattstunde den Strom nun mal günstiger. Na ganz klar, weil wir keinen Brennstoffeinsatz haben, weil wir deutlich weniger Personalkosten haben, weil wir deutlich weniger Infrastrukturkosten haben, wird die einzelne Kilowattstunde natürlich von einem Windrad und von einer Photovoltaikanlage deutlich günstiger erzeugt als von einem riesigen Kraftwerk mit Kohleeinsatz, mit Gaseinsatz, mit Personal und mit Infrastruktur und so weiter. Das ist ja ganz logisch. Im Direktkostenvergleich sind Erneuerbare immer günstiger als fossile Quellen. Was wir noch beachten müssen im Ganzen ist natürlich, dass wir ein Gesamtenergiesystem brauchen, in dem wir auch die Mengen, die wir aus fossilen Kraftwerken bisher beziehen, aus eben erneuerbaren Energien schaffen können und gleichzeitig da natürlich auch die Speichermöglichkeiten haben, damit wir
eben auch eine Rundumversorgungssicherheit haben. Aber im Direktkostenvergleich gewinnen immer diese grünen PPAs, die erneuerbaren Energienquellen, immer in der Studie der DENA. Das ist aber auch logisch. Allerdings haben wir in Deutschland ja nicht nur die Direktkosten, das wäre teilweise sehr schön, weil die vergleichsweise günstig sind. Wir haben ja noch ein weiteres System on top von Entgelten, von Abgaben und von Umlagen. Und dieses System, vor allem mit seinen Ausnahmen für große Industrieverbraucher, sorgt dafür, dass die Green PPAs für die Größtverbraucher, für Industriekonzerne aktuell aber nicht immer die günstigsten Varianten sind. Eben genau deswegen, weil die ja Ausnahmen für zum Beispiel die EEG-Umlage haben, aber auch für die Stromsteuer und andere Aspekte. Wenn man ein großer Industrieverbraucher ist, richtig, richtig viel verbraucht und zum Beispiel am Emissionshandel dann teilnehmen muss, dann kriegt man gleichzeitig die Strompreiskompensation und muss eben zum Beispiel nicht mehr die EEG-Umlage zahlen. Die macht ein Viertel des Endkundenpreises aus und damit ist natürlich sofort dieser Weg deutlich günstiger als ein Green PPA. Und eben den Weg, der ansonsten so günstig wäre, der ist in diesem Fall durch Regulatorik günstiger geworden, also künstlich günstiger geworden, was wir in der Vergangenheit so nie gesagt haben. In der Vergangenheit war es eher andersherum, da hat man immer die Erneuerbaren künstlich günstiger machen müssen, subventionieren müssen. Heutzutage ist es tatsächlich schon andersherum. Das ist super spannend für Leute, die schon eine ganze Weile in der Energiewirtschaft sind. Aber gehen wir erstmal noch weiter. Wir haben also dieses System gerade, was das ein bisschen künstlich verfälscht und verschlechtert. Und in dieser Studie der DENA wurden jetzt fünf Handlungsfelder aufgemacht, die wir uns mal genauer anschauen möchten. Erstens mal Anpassung der Abgaben, Umlagen und Steuern für Letztverbraucher. Da geht es vor allem auch nochmal darum, dass wir einerseits die Großverbraucher nicht mehr so künstlich besser stellen im grauen Strom und im wirklich schlechten Strom, sondern dass wir vor allem auch nochmal die normalen Kleinstverbraucher und die mittleren Verbraucher allgemein ein bisschen besser stellen. Wir können durch verschiedene andere Aspekte und Fördermechanismen und vielleicht auch eine CO2-Bepreisung eventuell eine EEG-Umlage komplett wegkriegen und dann gibt es auch nicht mehr diese künstliche Vergünstigung des Industriestroms. Mal schauen. Das ist das erste Handlungsfeld. Danach geht es weiter mit der Strompreiskompensation. Was ich genau meinte mit, die Großen bekommen diese Ausnahmen. Und genau das sollte man vielleicht neu ausjustieren oder sollte man grundsätzlich ein bisschen gerechter gestalten. Und dadurch würden eben die erneuerbaren Energien, die heute tatsächlich de facto günstiger sind, auch tatsächlich mit dieser Günstigkeit beim Endkunden ankommen können. Das wäre schon mal ganz cool, eben auch für die Konzerne, weil die natürlich auch eine größere Wirkungskraft haben als wir als einzelner kleiner Verbraucher. Drittes Handlungsfeld, Finanzierungsfazilität und Risikoabsicherung. Das ist ein schwieriges Wort für das zur Verfügung stehen von Finanzierungsmöglichkeiten. Also schlussendlich sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden und so ein bisschen Risikoabsicherung für Finanzierungsmöglichkeiten von zum Beispiel erneuerbaren Energien, Parks und dann eben auch der ganz konkreten Abwicklung von PPAs als praktisch Beschaffungsansatz hier die Energie eben zum Endkunden zu bringen. Viertes Handlungsfeld, Transparenz und Standardisierung von Grünstrom. Da geht es darum, dass wir heute tatsächlich ja immer noch es so machen können, dass ein Unternehmen, was eigentlich fossile Energiequellen hat, über den Zukauf von Grünstromzertifikaten sein Portfolio künstlich grün machen kann. Und das kann über eine Weiterentwicklung des sogenannten Herkunftsnachweisregisters aber nochmal weiter aufgeweicht werden. Und so ist es in Zukunft hoffentlich nicht mehr möglich oder zumindest deutlich schwieriger, sich ein künstliches grünes Portfolio praktisch einzukaufen, sondern es würde dann so aussehen, dass wir eine ganz klare, sogar regionale Zuordnung von ganz konkreten Quellen, in dem Fall zum Beispiel einen ganz konkreten Windpark, in Verbindung mit diesem PPA haben können und dann kann ein Unternehmen praktisch sich das Siegel draufhauen, mein Strom, den ich hier verwende, kommt von um der Ecke hier aus dem Solarpark, der hier nur 10 Kilometer weiter steht. Zum Beispiel eine Brauerei kann dann sagen, unser Bier ist mit grünem Strom aus unserem Landkreis hergestellt und das ist natürlich auch eine ziemlich coole Geschichte für Regionalität und so weiter. Also sowas kann auch in der Zukunft wirtschaftsfördernd sein. Fünftes Handlungsfeld und auch nochmal ganz wichtig, die Förderung von Markttransparenz. Hier geht es eben auch nochmal ganz konkret darum, rechtliche Unklarheiten jetzt mal endlich zu klären. Unter anderem zum Beispiel ist noch nicht so richtig klar, was so eine Maximalvertragslaufzeit von PPAs sein dürfte. Man geht aktuell von so etwa 15 Jahren aus, was üblicherweise hier möglich sein dürfte in Deutschland, aber es ist eben noch nicht so ganz klar. Aber immer noch weitere Aspekte, die hier mal geklärt werden sollten. Wir brauchen einfach eine vertragliche Standardisierung, wie wir sie ja in der Energiewirtschaft, in allen anderen Aspekten überall haben. Das ist ja nicht so, dass es was Neues wäre. Deswegen sollten wir das auch hier bei den PPAs mal bitte
Bekommen, liebe Politik, macht da mal was. Ich zitiere mal noch aus einer anderen Stelle dieser Studie, welche Vorteile versprechen Sie sich eigentlich von PPAs, von Green PPAs? Platz 1, Preissicherung. Ich kaufe ja im Zweifel die Energie für viele Jahre zu jetzt einem festen Preis ein oder zumindest sichere ich mir ab. Naja, Windkraft kommt immer und ich habe wenig Investitionen da rein und ich habe wenig Betriebskosten. Das ist halt immer günstig, egal was auch am restlichen Markt und an der Börse passiert. Das ist Preissicherung. Das ist Platz 1 für Entscheider rund um PPAs und Strombeschaffung. Platz 2, echte grüne Energie mit Herkunftsnachweis. Das habe ich vorhin schon mal erklärt. Ist vor allem wichtig für Nachhaltigkeitsziele, Corporate Social Responsibility und so weiter. Platz 3, Unabhängigkeit von der staatlichen Förderung und Ausschreibung. Wir haben ja tatsächlich eine künstliche Verknappung der staatlich geförderten erneuerbaren Energienausbauten in Deutschland. Und das können wir eigentlich aktuell nur umgehen, indem wir tatsächlich mit PPAs eine ganz konkrete Förderung von ganz konkreten Baumaßnahmen hinbekommen. Die bauen halt, weil sie wissen, dass ihr Strom abgenommen wird. Dann ist klar, dass es auch unabhängig von Subventionierung gebaut wird. Ja. Platz 4, Versorgungssicherheit und Abnahmegarantie. Eben genau die beiderseitige Garantie. Wir nehmen den Strom ab und ihr bekommt den Strom. Na, also dann kann der Windpark sich sagen, naja, ich habe meinen Strom schon auf 10 Jahre verkauft. Dann ist es cool, dann kann ich immer hier mit lockerer Sicherheit weiter kalkulieren und arbeiten. Und genauso gut kann ich als zum Beispiel Unternehmen sagen, na, ich habe meinen Strom für die nächsten Jahre schon eingekauft zu einem super günstigen Preis. Das ist super. Weiter geht's mit der Vorreiterrolle bei marktbasierten Geschäftsmodellen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Hier geht es ja endlich mal darum, dass wir nicht auf Basis von Subventionierung arbeiten, sondern eben auf Basis von echtem Markt, der hier entsteht. Und dann geht es noch weiter mit der Sicherung und vor allem dem Zubau von weiteren erneuerbaren Energienkapazitäten. Das ist ja auch so ein Aspekt, der jetzt eben die letzten Jahre so zurückgedrängt ist. Wir hören ja immer davon, dass wir einen ja, wirklich komplett eingebrochenen Windkraftausbau haben und das auch bei der Photovoltaik am Ende des Tages ähnlich aussieht. Wir schaffen es eben jetzt über diesen anderen Weg zu motivieren und Anreize zu schaffen, erneuerbare Energien auszubauen. Und das ist natürlich ein super Weg, um unsere Klimaschutzziele, die wir ja gesetzlich festgelegt haben, auch zu erreichen. Und der letzte Vorteil, der hier immer noch genannt wurde, zusätzliche Investitionsmittel für erneuerbare Energienanlagen, heißt natürlich auch, dass es ja durchaus auch noch die Möglichkeit gibt, hier eine Kopplung zu schaffen, dass man eben sagt, ein gewisser Teil fällt hier zum Beispiel in eine Förderung hinein. Andere Teile meines Windparks, die fallen jetzt zum Beispiel aus der EEG-Subventionierung heraus, weil sie über 20 Jahre da drin waren, dann fallen sie automatisch raus. Ich will die aber noch weiterhin irgendwie betreiben, weil die sind immer noch leistungsfähig. Und dann kann ich eben eine Mischung machen. Der eine Teil ist immer noch subventioniert, der andere ist in einem PPA. Der restliche, der macht hier meinetwegen gerade meinen Eigenverbrauch und was auch immer. Und so kann man sich eben wirklich ein bisschen breiter aufstellen, ein bisschen besser und sicherer aufstellen. Und so ist die Energiewende in Deutschland auch sicherer umzusetzen, unter anderem hier eben durch Green PPAs, durch diese sehr individuellen, bilateralen, aber oft langfristigen Stromlieferverträge für erneuerbare Energienanlagen, die in diesem Marktmonitor der DENA eben untersucht worden sind. Darum geht es jetzt erstmal grob zusammengefasst. PPAs sind eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. So ein großes Hemmnis ist tatsächlich die fehlende Regulatorik, so ein bisschen die Komplexität in diesen neuen, in Anführungsstrichen neuen Vertragswerken. Aber auch das wird die Branche mit der Zeit genauer erlernen und erleben. Habt ihr Fragen zu PPAs? Schreibt ihr bitte unten in die Kommentare und ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier zeige ich euch nochmal das erste Video zu PPAs und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.